Und hier sind wir wieder. Wie viele Tage liegen zwischen den jeweiligen Advent-Dingsels? Zwischen den 7 Tagen oder nicht? 7 Tage? Eine Woche? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist es jede Woche oder so? Das macht alles mein Handy für mich. Ja. Ich musste mich, hallo, als ob mich interessieren würde, wann Advent ist. Das Ja, du sagt mir schon machst hier extra irgendwer. einen Talk dafür. Ja. Ja, okay, auf jeden Fall ist jetzt der 4. Advent scheinbar. Zack. Prima. Was haltet ihr davon? Naja. Ja, ist gut, Ja, oder? okay. 4. Advent. Ich guck mal kurz aufs Datum. Oh Alles. ja, eindeutig 4. Sind immer Advent. noch Steht dieselben kurz Leute an der am Tür. Start. Der Quert. Der Dominik. Da ist sie. War immer Ja, noch wir haben. die selbe Hi. verplante Scheiße hier. Hallo. Ja. Okay, diesmal fahren wir fort mit dem Thema, wo ich eigentlich dachte, dass es schon im letzten Part, wenn man so möchte, drin ist. Nämlich das von Christian Schwan. Piep. Das würden Oh, wir nur. haben ein Timelimits eingebaut. Geil. Das würden nur böse Zungen ja. behaupten. Also, und Schwab. verdorbene. Egal, ich sag vielleicht, was es ist, für alle, die es vergessen haben. Wie auch immer ihr das vergessen könnt, es war ja erst eine halbe Stunde her. Egal. Was? Du lügst. Stimmt, ich meine eine halbe Stunde und eine Woche. Oder so. Oder wann auch immer jetzt Advent ist. Keine Ahnung, Mann. Egal. Christian Schwank wollte wissen, was wir, oder wollte, dass wir reden über die Flut, wo viele schlechte Witze höchstwahrscheinlich irgendwann vorkommen werden mit Überflutung und so. Und ja, so wie es eigentlich immer ist, aber naja, egal. Und dass sie eventuell doch noch irgendwo existiert, was höchstwahrscheinlich auch der Fall ist. Und also ich meine, es wäre wirklich nicht schwer für 343 die Flut wieder irgendwie herzuzaubern. Weil es sicherlich irgendwo noch irgendeine Blutsväter-Einrichtung mit Flat gibt, die dann irgendein verwirrter Elite wieder freisetzt und dann geht der ganze Schmarrn von vorne los. Die Frage ist, ist es denn sinnvoll oder würde sich das überhaupt irgendwer wünschen? Und ich werde jetzt einfach mal meine kontroverse Meinung loswerden. Ich fände das tatsächlich gar nicht mal so doof. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es in einem Haupt Also in der Hauptreihe damit weitergehen sollte. Da ist die Flut nicht unbedingt noch sinnvoll, meines Erachtens. Aber ich habe vor langer, 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 langer Zeit auf dem Halo Waypoint, noch auf der 360, damals mit der alten Halo Waypoint App, kamen immer mal wieder so animierte Serien. Also die waren nicht so richtig krass animiert, sondern es waren halt eher wie so Comics, wo so einzelne Pages waren und die waren dann halt so leicht animiert. Also jetzt nicht irgendwie so, wo man sagt, wow, die Animation ist richtig krass und bla, aber du hast halt so ungefähr, dass es halt so ein bisschen gewirkt hat wie ein etwas schönerer Comic in Videoform. Und da gab es mal einen, ich habe leider vergessen, wie er hieß, und der hat sich gedreht um ein Schiff der UNSC, glaube ich, und zwar ein Gefängnisschiff oder so. Das kann gut sein, das kann gut sein. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Ich glaube, ich wüsste ihn auch nicht mehr, wenn man ihn mir sagt. Aber es ging eben um ein Gefängnisschiff der UNSC und da war auch ein Elite irgendwie mit drauf und bla. Und das wurde dann von der Flut eingenommen. Und dann haben da halt sich so ein paar Überlebende zusammengetan und halt ums Überleben gekämpft. Unter anderem eben auch halt so eine Menschengruppe hauptsächlich, aber eben auch mit einem Elite zusammen. Ich glaube, die Sache war sogar die, dass es eigentlich UNSC-Leute, also UNSC Marines waren, die auf dieses Schiff gekommen sind und dort Überlebende getroffen haben und dann aber auch selbst ums Überleben kämpfen mussten gegen die Flut und bla und sonst was. Und es war jetzt nicht das krasseste überhaupt, wo ich sage, wow, aber es war ganz lustig und es hat halt mal so ein bisschen düstereres gehabt. Was ich eigentlich sehr cool fand und wo mir das dann später auch nochmal mehr gekommen ist, dass sowas Halo eigentlich mal auch in Halo vielleicht auch mal ganz lustig wäre, war mit einem Spielmodus Nummer 1 und Nummer 2 einer Map. Ich fange mal mit Nummer 2 an und zwar mit der Map und zwar war das Map Pack, das erste glaube ich von
343 in Halo Reach, nämlich das Defiant Map Pack, glaube ich, war das. Und zwar das, wo sie meines Wissens, ich weiß nicht mehr, welche das war, welche Map das war. Ich glaube, es war die Raumstation Map, wo man rausschauen konnte und draußen war Krieg und so eine Raumstation und bla. Und da haben sie nämlich in dem ersten VI-Doc dazu halt mal so ein bisschen Zeug gezeigt, wo das noch in Development war. Und da war die deutlich düsterer. Und es war halt auch wieder mal, wenn man so ein bisschen vergleicht, fast wie zwischen Halo 1 und Halo 1 Remastered dann, wo sie auch alles deutlich heller gemacht haben. Und Halo 1 war es eher noch so düster und stimmungsvoll. Und so war es gefühlt auch mit der Map. Die war am Anfang so total düster und stimmungsvoll. Und dann haben sie sich umentschieden, ja, Multiplayer-Map und bla. Und das ist dann nicht so cool vom Gameplay her, wenn die so dunkel ist und bla. Aber die hat halt wirklich schon fast ein bisschen gruselig gewirkt. Mhm. Das war Nummer 1. Und Nummer 2 gab es dann eben halt eine, auch nochmal, auch in Reach übrigens, ein Spielmodus, ein Custom-Game, das so ein bisschen, glaube ich, Dead Space nachempfunden war. Die Sache war die, man hatte eine Plasma-Pistol und ich glaube noch eine normale Pistol, alles war super dunkel und musste so Gänge entlang gehen und konnte nicht springen und sich auch nicht sonderlich schnell bewegen. Und dann gab es eben einen Zombie, der ein Schwert hatte, wie ein Zombie halt immer eben so ist, der aber halt super hoch springen konnte und von überall rein. Also er konnte von oben in den Gang rein und von seitlich und bla. Und du hast halt immer nur im Dunkeln dieses Leuchten von dem Schwert gesehen. Ich meine, der Zombie ist schnell gestorben, aber er konnte halt überall lauern. Du hast dich so als Gruppe aufgemacht. Es kamen auch keine neuen hinzu, wenn du, glaube ich, einen getötet hast, oder? Weil ich bin, obwohl doch, ich glaube schon, bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das halt an sich ziemlich cool, weil du halt auch eher so das Gefühl hattest, da so alleine vor dich hinzuwandern und dann eben von den Zombies ausgeschalten wirst und bla und dann so Dead Space Feeling und eher so gruselig von der Atmosphäre her. Und du konntest halt auch so wirklich Leute so teasen, weil die Gefangenen konnten nicht unbedingt raus aus ihrem Gang da, aber es gab halt manchmal so Türen oder Energiefelder, wo du rein konntest, aber nicht unbedingt rein musstest. Da konntest du dann halt, wenn du lustig warst, auch einfach mal nur so dastehen. Und wenn sie halt dann um die Ecke kommen, und dann sehen sie dich halt hinter dieser Scheibe oder so. Und das war atmosphärisch eigentlich schon ganz lustig, obwohl es halt eigentlich nur ein Custom-Game war. Und das gepaart dann mit den Cutscenes von Halo Wars, die halt von Blur animiert wurden, wo sie das erste Mal auf so einem Flood-Planeten kamen, wo die Flood halt tatsächlich mal irgendwie bedrohlich aussah und nicht eher so Halo 3 und Halo 2 und Halo 1 Dingsel, wo du denkst so, okay, ja, sind ja so, keine Ahnung, die platzen so ein bisschen. Und dann halt auch so wirklich mal so eher so richtig ekelhaft und halt mit guter Grafik. Und da kann ich mir halt vorstellen, wenn das halt wirklich gut umgesetzt ist, mit guter Grafik und so, als Nebenspiel, wenn du da vielleicht irgendwie gegen die Flood oder so kämpfst, könnte ich mir tatsächlich lustig vorstellen. Ja. Für mich ist Flood immer so ein zweischneidiges Ding, weil auf der einen Seite ist es einfach meines Erachtens so gewesen, aber allen Halo-Spielen bis jetzt, die Flood-Level waren die nervigsten und anstrengendsten und die haben am wenigsten Spaß gemacht, eben weil sie so nervig und anstrengend gewesen sind. So, das beißt sich ein bisschen mit meiner Ansicht darüber, dass die Flood eigentlich ganz geil ist. Weil ich fand nämlich, was du auch angesprochen hast, so diese düstere Stimmung, die gerade Halo 1, Halo 2, Halo 3 da so kam, immer diesen Flood-Level fand ich richtig gut. Wo einfach das Licht ein bisschen gedämmt war, wo auch die Soundkulisse richtig geil dazu gepasst hast, wo du auf einmal so ganz alleine auf so einer Station rumläufst und es kreucht. Ich erinnere, wenn ich nochmal ganz kurz einbringen darf an Halo 1, an die Cutscene, die man aus Ego-Perspektive sieht, auch sehr geil und sehr stimmungsvoll. Ja, genau. Das zum Beispiel, das oder auch bei Halo 3, wo man das erste Mal so eine Transformation auch sieht, ne? Also nachdem die Flood da gelandet sind, in der Stadt, in Neumombasa war das, oder ich bin mir gleich gar nicht sicher, einfach, wo man durch diese eine Tür läuft und du siehst, wie dieser Mensch von den Plattformen dort angegriffen wird, von diesen Parasiten und dann so befallen wird und sich instant verwandelt. Hat ja, oder dieser verstörte Marine, der da irgendwo auch noch rumsteht. Das war auch Halo 3 gab es einen und in Halo 1 auch. Da stimmt, saß da mit der Magnum und hat auf dich geschossen die ganze Zeit. Geht jetzt aber mal, ich dachte mal Atmosphäre etc. pp, aber du hast ja auch schon angeschnitten, dass du das Gameplay technisch immer sehr
sagen wir, fand es nicht so gut. Genau. Und da muss ich dir zustimmen, dass die Flat vom Gameplay her das, was Halo bietet, gar nicht so wirklich unterstützt. Denn diese kleinen Flatsporen rennen einfach auf dich rauf. Mit denen fängst du gar nichts an. Das Einzige, was sie machen, ist eben die Körper, die nicht total zerschossen sind, wieder auferstehen lassen. Und die große Flat, das ist, meiner Meinung nach, ist es nicht, es passt jetzt auch nicht mehr zum Halo 5, was wesentlich schneller ist. Wo du auch mal Movement hast und dich mehr bewegst, schneller, und wenn jetzt eine Flat kommt, die eben auf dich zurennt, ein, zwei, dreimal schießt und dich einfach mit der schieren Masse töten will, ich weiß nicht. Das fände ich aber gerade geil, weil eben das, was die Level so komisch gemacht hat, einfach auch immer in den vorhergehenden Halos, war halt auch nicht nur das Düstere, sondern dass die Flat eben komplett abgewichen sind vom restlichen Gegnerverhaltensmuster, wie du schon gesagt hast. Ne? Das war nicht von wegen Deckung suchen oder dass sie dich auch mal flankiert haben, dass sie irgendwelche Manöver gestartet haben, sondern Flat ging immer eher so haut drauf. Ne? Die kamen voll auf dich zu, die haben sich wieder auferweckt, die kamen aus irgendwelchen kleinen Ecken von der Decke, von den Seiten, von unten, überall kamen sie hochgekrabbelt. War an sich schon ganz geil. Und für ein Halo 5, was ja jetzt vom Movement ein bisschen schneller ist, würde ich mir vielleicht auch sogar wünschen, dass die einfach noch bedrohlicher wäre. Also. Aber glaubst du, dass es gut ist für ein Spiel, wenn es drei Fraktionen in sich trägt? Einmal das Covenant, also die Allianz, oder das, was davon übrig ist. Dann hast du noch die Blutsväter, oder was auch immer das sein soll, jetzt im fünften Teil, habe ich nicht ganz durchblickt. Und dann hast du eben nochmal die Flat. Ja gut, wird es jetzt passen ins Halo 6? Das ist jetzt die nächste Frage, ob da Platz wäre. Ich meine, die Menschheit an sich hat jetzt schon erstmal genug zu knabbern an diesen 5000 Guardians, die gerade so den Weltraum besetzen und Cortana, die völlig freidreht und alle möglichen KIen auf ihrer Seite zieht. Also, was das angeht, wäre das vielleicht gar nicht mal so nötig, dass jetzt noch so ein Krisenherd auch nochmal aufgekocht wird. Aber ja, wie Quert eigentlich schon gesagt hat, wenn es jetzt nochmal in einem anderen Game kommen würde, ich fände es an sich nicht verkehrt. Also ich würde mir auch die Flat wünschen. Die hat einfach was Bedrohliches, was Abartiges, und es ist auch für mich einfach, und daher kommt auch sicher die Frage von Christian, es ist für mich einfach noch nicht abgeschlossen. Das war Halo 3, war zu Ende, du bist von der Ark geflüchtet und ja, fertig. Also für mich ist gar nicht geklärt, was ist denn jetzt mit der Flat, was ist mit dem Grave Mind jetzt wirklich weiter. Und gerade weil wir auch am Ende von Halo 5, im legendären Ende, ja auch wieder diesen Halo-Ring sehen, wo ja dann scheinbar auch ein gewisser Fokus da wieder draufgelegt wird. Und die haben ja gesagt, dass die Flat wiederkommt. Das haben sie ja versprochen. Haben sie das versprochen? Also die wird wiederkommen. Ja. Ja, ja, die haben gesagt, die ist, irgendwie habe ich das im Kopf, dass sie es versprochen haben. Flat kommt mit Halo 6 wieder. Was ist denn irgendwie Halo so. Escalation? Was ist denn das? Na, die Eskalation. Was ist das? Ach so, genau. Na gut, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Aber die Sache ist auch, dass man, was die Flat angeht, viel zu wenig in den Spielen mitbekommt. Du bist jetzt, also Wendy, du bist ja einer, der nur Spiele spielt. Ja. Du hast ja eigentlich überhaupt keine Ahnung über die Flat. Nee. Währenddessen ich, der jetzt die ganzen Bücher gelesen hat, der schon Hintergrundinfos hat und sonst was über die Flat weiß. Und ja, ich weiß ja nicht. Wir haben ja schon darüber geredet, was die Flat ist und war und was weiß ich, müssen wir jetzt hier nicht ansprechen, aber es sind so eine Sachen, die man vielleicht mal in einem neuen Spiel ansprechen könnte, eben durch Terminals oder irgendwas anderes. Das stimmt schon, die Flat ist nicht wirklich abgeschlossen in den Spielen selber. Ja, da gibt es so viel rundherum, was einen interessiert. Das ist, es geht aber bei vielen Sachen einfach so bei Halo, ne? Also, wie du schon gesagt hast, für jemanden, der die Spiele nur spielt und nicht die Bücher kennt, gibt es so viele tolle Infos auch um die ganzen Prometheaner, um die Blutsväter, und hast du nicht gesehen? Gibt so viele Sachen, die einfach alle auch ein eigenes Spiel nochmal verdient hätten. Einfach, weil ich selber gerne mehr Infos hätte dazu. Ich würde selber gerne mehr durchsteigen, bin halt aber absolut kein Leser. Ne? Das ist einfach so. Ja. Deswegen. Ja. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde, dass bisher die Flat auf mich immer so gewirkt hat, wie so ein Afterthought. Also irgendwie sowas, was im Nachhinein noch so hinzugefügt wurde und nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie die restlichen Gegnerfraktionen bekommen hat.
Und ich glaube, wenn Flood, dann hätte ich es persönlich ehrlich gesagt lieber in einem Spiel, das sich wirklich primär um die Flood dreht, wo man dann eben vielleicht auch mal was am Gameplay-Technischen tut, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, als wir haben irgendwelche Dummy-NPCs, die auf dich zulaufen und Waffen in der Hand haben. Weil das war halt eigentlich tatsächlich zum Teil, ja. Den Blutsfederkrieg. Stimmt, ja. Ja, man könnte also die Vormenschen mit den Vorblutsfedern und mit dem Vorläufer, der bei den Menschen auf Chromhektar eingeschlossen ist. Ja, das wäre. Aber das passt nicht in den Spielen, weil jetzt. Veshi würde jetzt nur Fragezeichen im Gesicht haben, was ich gerade gesagt habe. Und das würde dann auch beim Spielen so passieren. Was ist das? Mhm. Was ist dies? Er hat keine Vorinformation. Dies, das. Vielleicht eher in so ein Flashback in dem Spiel selber? Ich weiß, ich finde im Generellen, ja, das sage ich ja auch oft, ich kann es ja kaum erwarten, dass der Master Chief endlich mal stirbt und weg ist, weil, ganz ehrlich, ich bin ihn langsam ziemlich leid. Ich finde es unglaublich schlimm, dass sich jedes Spiel immer um den Master Chief dreht. Und ich hätte gerne mal Spin-Offs, die mehrere Teile haben. Mein Lieblings-Halo von der Kampagne ist Halo 3 ODST. Ja. Und ich finde, Halo 3 ODST hat so viel Potenzial verschwendet. Genauso wie Reach. Reach ist auch sowas, wo ich mir denke, das wäre etwas gewesen, was in mehr als nur einem Spiel hätte abgehandelt werden müssen. Mhm. Weil ich finde, keine Ahnung, Reach war so, ja, 5 Minuten kennenlernen, dann stirbt der, dann stirbt der, dann stirbt der, dann stirbt der und Schluss. Mehr ist nicht Zeit. Primetime Ende. Und, der einzige Traurige war Josh. Ja, und das, finde ich, hat den Charakteren unglaublich geschadet. Und was ich halt immer wieder höre und was ich als das dümmste Argument überhaupt befinde, ist, ja, mit dem mit dem Master Chief habe ich viel mehr Verbindung und dem Master Chief und blauen Master Chief. Ja, der hat auch fucking 3 Spiele Zeit gehabt. Der hat fucking scheiß 3 Spiele Zeit gehabt, irgendeine Bindung oder irgendwas aufzubauen. Und ich finde es so schlimm, dass so viele Leute sagen, ja, ohne Master Chief kein Halo. Weil ich finde, dass Halo eins der wenigen Spiele ist, die tatsächlich es geschafft haben, ein halbwegs, also zumindest für ein Spieleuniversum, was ja auch immer noch mal deutlich schwieriger ist als bei manchen anderen Dingen, speziell mit wechselnden Entwicklern und so, ein halbwegs konsistentes und kohärentes Universum aufzubauen, in dem es auch so viele eben andere Stories gibt, dass auch Bücher und ähnliches überhaupt entstanden sind. Und ich fände es so geil, wenn einfach mal andere Charaktere dieses Universums, das halt wirklich relativ groß ist, mehr beleuchtet werden und mehr Fokus kriegen würden, als immer nur der Master Chief, vor allem, weil ich die Master Chief-Sache mittlerweile echt langsam, ich weiß nicht, ich finde, es zieht sich mittlerweile ehrlich echt irgendwie in Sachen, wo es nicht mehr gut ist. Und es wird nur noch schlimmer. Also wenn nach Halo 6 die Schluss ist mit dem Master Chief, dann ganz ehrlich, dann tun sie sich selbst keinen Gefallen. Erstmal müssen wir hoffen, dass nach Halo 6 überhaupt noch mit Halo weitergeht, wenn ich ehrlich sein soll. Das sehe ich zurzeit auch noch nicht wirklich, dass es spielemäßig weitergeht, weil das Produkt Halo immer mehr an Wert verliert durch eben viele Franchise-Sachen. Das ist, ja, irgendwie, es ist mittlerweile so, ist fast wie Star Wars. Es wird langsam ausgelutscht. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich finde, in Halo haben sie einfach viel verbockt durch, also ich meine, gerade storymäßig haben wir mit Halo 5 momentan ein riesiges Problem, was auch überhaupt den Kanon angeht. Viele Sachen, die sich widersprechen, die eigentlich nicht sein soll, wo man sich denkt im Nachhinein, wie wollen sie da wieder halbwegs rauskommen, ohne ziemlich viel zu verbocken. Also da wird Halo 6 vor allem recht. Ja. Das ist wieder. Ja, na gut, immerhin ist der Versuch da. Aber auf die Grundfrage nochmal zurückzukommen, Flood, er hat ja gefragt, ob sie noch da ist. Da ist sie auf jeden Fall noch. Ob sie jetzt in den Spielen wiederkommt, das, ja. Was haltet ihr von der Idee, ne? Weil ich frage jetzt mal diese Implementierung dieser Endsequenz. Ja, genau. Ich fände es nicht so cool, wenn es in einem Hauptgame wäre, weil ich glaube, dass dann der Fokus wieder nicht genug drauf ist. Sag nicht sowas. Ich höre mich gar nicht an wie ein Roboter. Ich höre ihn auch nicht jetzt wie ein Roboter an. Nein. Hört ihr mich jetzt wieder? Okay. Ich habe wieder eine App zu viel hier angehabt, scheinbar.
Nee, weil ich immer noch. weil ich immer noch. Ja, hätte 6. Gib uns Morsezeichen. Ruled, ne? Ja. Ja. Jetzt halt wieder. Ist einfach so. Weil ich hänge immer noch so an dieser letzten Film, wo man den Ringo sieht. So, was wäre denn, wenn eben dieser Teil, was jetzt Cortana so ein bisschen gerade aufbaut, abgelöst wird wieder durch die Flood? Wäre das eventuell eine Variante? Weil Cortana ist ja letztendlich für den Frieden, sie will ja den Frieden im Universum an sich haben. Wenn jetzt die Flood natürlich mit einem Mega-Kracher kommen würde, dass sich quasi eine Cortana gezwungen fühlt, wieder zusammenzuarbeiten mit den Menschen, Kooperation mit dem Master Chief, um einfach auch eine gewisse Rückbesinnung hat einfach auf ihr altes Dasein. Mit Master Chief, ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, also auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, es wäre jetzt so plötzlich reingeworfen nach dem Motto, wow, 6. Halo-Teil, auf einmal ist die Flacht wieder da und jetzt tun wir das in einem Spiel schnell abarbeiten, aber auf der anderen Seite fände ich das vielleicht eine gute Möglichkeit, um zu sagen, da kriegt vielleicht Cortana auch noch gut die Kurve, da wieder ein bisschen Sympathie zu sammeln, indem sie sich eben wieder mit dem Master Chief einlässt, mit der UNSC einlässt. Was wäre das für euch? Ich weiß nicht. Das ist... Ja... Ich weiß nicht, also wie gesagt, in einem Hauptspiel, ich glaube halt, dass der Fokus dann nicht im richtigen Sinne auf der Flood liegt. Also dass es dann wieder mehr halt sowas ist wie, oh okay, die quetschen wir jetzt da auch noch rein, aber wir haben halt dann nur so und so viel Zeit, die richtig auszuarbeiten und vor allem auch gameplay-technisch irgendwas zu machen. Wo ich mir denke, wird denn halt enden? Red weiter? Wo ich mir dann denke, dass es, wenn es halt in einem eigenen Spiel wäre, dass man da halt dann deutlich mehr sich auch Gedanken machen könnte, wie man das Gameplay interessant macht und gut gestaltet, vielleicht mit verschiedenen Flood-Typen und bla. Also ich meine, gibt's ja jetzt auch, aber halt die an sich ein bisschen interessanter vom Gameplay her zu machen, Juldama, als es momentan ist. Ich glaube, das wird dann enden wie bei dem Eliten Anfang der Wer war das? Schulwellen? Badam? Genau, das der ist ja auch, war total unbefriedigend. Erste Sequenz tot ist der Typ. Ja. Und da wurde komplett, der wurde aufgebaut in Spartan Ops oder wie sonst was. Auch in den Büchern wird er noch aufgebaut, wie sonst wer. Dann wird er da so abgefrühstückt von irgendwelchen halbgaren Spartans, wo man sich so denkt, oh, ihr Luschen, ey. Ganz ehrlich, ich muss auch sagen, dass mir das eher so vorkommt wie so eine Last-Minute-Änderung, wo sie dann, ich meine, das hat ja zum Beispiel auch Psycho schon mal angesprochen, dass da, glaube ich, auch einiges in der Halo-Story nochmal umgeworfen wurde, was anfangs mit Halo 5 anders geplant war. Das ist gut möglich, aber was ich damit, was man eben daran sieht, ist, dass wenn jetzt die Flood noch dazu kommt, dass wir einfach viel zu viele Story-Stränge geben würde. Wir hätten die... Hat man das so laut gehört, oder wie? ja. Das wäre mit der Flatte einmal zu viel. Also, ich glaube, dann hätten wir noch mehr durcheinander in der Story. Ja, da stimme ich auch zu. Ja, das ist auf jeden Fall. Der ist so. Ja. Der ist unsympathisch. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber dafür ist halt einfach zu wenig gemacht worden mit ihm. Er ist halt einfach nur da in Halo 5. Ich habe gar keinen Bezug zu dieser Person, auch durch diese Nightfall-Serie. Ich glaube einfach, dass er gar nichts gebracht. Ich weiß nichts über Locke und der hat für mich spielt er an sich jetzt auch. Ich glaube auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall der Plan war und vielleicht auch noch ist. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es war ja ursprünglich mit großer Sicherheit der Plan, das zu machen. Das große Problem ist halt, Halo 5 hätte das alles tragen müssen und oder sollen. Und Halo 5 ist einfach storymäßig in vielen Weisen so schief gegangen. Also ich glaube, dass Halo 5 so anders ist, als es ursprünglich geplant war von der Story her, dass da einiges an Planung momentan
wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Und da bin ich jetzt eben. Deswegen finde ich ehrlich gesagt Halo 6 umso interessanter, weil sie so viele Lücken zu stopfen haben und so viel machen müssen und sich. Also das muss echt. Das bin echt gespannt, was sie da machen. Es ist spannend oder macht es einem Angst, ne? Dass sie eben nicht zu Ponte kommen. Ich fände es ja schade, wenn sie jetzt sagen, wir machen jetzt hier das Ende von dieser Reclaimer-Trilogie und enden dann mit einem Game, an dem man sich zum Schluss sagt, Auf der anderen Seite ist die andere Hälfte davon. Dass sie das so langsam anbieten, ich habe doch noch Fragen. Die Halo-Community, ich kenne mich. Das fände ich sehr, sehr schade. Und wenn der Lock jetzt in Halo 5 dem Master Chief schon irgendwie den Rang abgelaufen hätte, dann wäre das alles viel zu schnell gegangen für die meisten alten Halo-Leute. Das wäre dann so, mein Master Chief, wo ist der denn hin? Ja, ehrlich gesagt hat er das ja schon gemacht. Ja, aber die wären überhaupt... Man hat es ja in Halo 4 gesehen mit den Veränderungen, die im Gameplay kamen, die überhaupt nicht gut ankamen. Ich glaube, da hatten sie Angst, starke Veränderungen auch in der Story vorzunehmen mit Locke eben, dass das auch wieder so eine Riesenwelle der Frustration auslöst. Und dadurch haben sie sich eben ein Eigentor geschossen und durch ihre Passivität haben sie es geschaffen, dass wir jetzt eher enttäuscht sind, weil gar nichts passiert ist im Endeffekt in der Story. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass alles so unglaublich unglücklich gelaufen ist. Allein schon, wenn wir schon... Ich hätte... Persönlich würde ich sagen, es hat schon mal angefangen mit Halo 4. Halo 4 hätte nicht mehr für die 360 kommen sollen. Das war von Anfang an meines Wissens auch, glaube ich, gar nicht geplant gewesen, sondern es war dann mehr so, irgendwie haben wir keine Spiele mehr für die E3. Ja, Mist. Okay, Halo 4. Und das große Problem ist, mit Halo 4 haben sie einen relativ gewagten Umschwung in der ganzen Erzähltechnik gemacht und generell, wie die Story und alles aufgebaut war, mit mehr Charakter Development eben, mehr so ein bisschen Beleuchtung der Hintergründe und Zeug und sich halt so ein bisschen abgewandt von dem, was davor eigentlich Halo gemacht hat, nämlich hauptsächlich einfach relativ plump rumgeshootert und sich halt wenig um die Charaktere eigentlich gekümmert. Also sagen wir so, in den vorherigen Halos war es mehr so, dass die Story durch die Umgebung erzählt wurde, als durch die Charaktere selbst gefühlt. Und in Halo 4 haben sie dann halt endlich mal mehr die Charaktere in den Vordergrund gerückt. Was wir davon halten will oder so, kann man jetzt sagen, wenn man will. Das große Problem war, Halo 4 war von der Kampagne her, also eigentlich ganz okay, finde ich. Und also viele sagen, also Silas sagt zum Beispiel, Psycho sagt, dass es sehr gut war. Mhm. Dafür habe ich jetzt Halo 4 leider nicht mehr genug im Kopf, aber ich würde mal sagen, von dem, was auf jeden Fall Character Development angeht, war es eines der besseren Halos. Und gleichzeitig aber in anderen Aspekten, abgesehen von der Story, einfach nur absolut Shit, wie zum Beispiel der Multiplayer. Und das ist halt am Ende das, was am meisten gespielt wird, würde ich sagen. Ja. Und also zumindest von der Community auch, die sich auch wirklich am Spiel dann lautstark beteiligt und Feedback gibt. Ich glaube, insgesamt kann man immer noch sagen, höchstwahrscheinlich wird die Kampagne von mehr Leuten gespielt, weil es einfach viele Leute gibt, die Kampagne spielen und dann das Spiel nicht mehr anrühren und halt generell vielleicht auch nur offline zocken. Aber das sind dann halt auch nicht unbedingt die Leute, die sich überhaupt an Feedback und Ähnlichem beteiligen. Und Halo 4 war halt einfach Shit, was der Multiplayer anging. Er hat sich bei vielen Sachen einfach, ich tippe persönlich, dass da Microsoft dahergegangen ist und gesagt hat, ja, irgendwie müssen wir jetzt was anders machen, das war jetzt nicht so geil mit Reach, das ist irgendwie so gegen die Wand gefahren worden von Bungie und wir müssen jetzt Halo wieder als eine unserer Hauptfranchises wieder ein bisschen hier aus der Scheiße holen und deswegen machen wir jetzt einfach mal, was andere Spiele machen, was beliebt ist. Haben dann halt mal rübergeschaut, was weiß ich, zu Call of Duty und anderen Modern Military Shootern, aber halt leider vergessen, dass das Grundkonzept von Halo so komplett anders und unvereinbar mit diesen, mit dem Gameplay von anderen, von modernen Shootern ist, dass es einfach nicht funktioniert vom Gameplay her. Und dementsprechend ist Halo 4 auch erstmal hardcore gegen die Wand gefahren. Und das hat halt natürlich sehr viel negatives Feedback ausgelöst und vielleicht auch im Generellen eher eine negative Einstellung zu Halo 4, vielleicht auch zu Sachen, die tatsächlich in Halo 4 eher positiv waren, wie zum Beispiel eben die Kampagne. Weil einfach der Multiplayer und das Drumherum und das unfertige Menü und überhaupt alles so ein
komischen Nachgeschmack hinterlassen hat. Und da kam dann halt höchstwahrscheinlich Feedback an 343. Ja, so wie Halo 4 können wir auf jeden Fall nichts mehr machen, weil das war irgendwie scheiße und das will die Community nicht und bla. Und deswegen haben sie höchstwahrscheinlich, weil ich glaube, dass Halo 5 auch storytechnisch und so schon einige Zeit in Entwicklung war, auch so zum Ende von Halo 4. Und dann kam dann höchstwahrscheinlich Microsoft rein, so ja, so wie Halo 4 jetzt bitte nicht mehr, hat erstmal komplettes Kartenhaus nochmal wieder einstürzen lassen. Dann haben sie halt dann irgendwie zur Hälfte hin noch irgendwie so versucht zu retten, was zu retten ist und eher sich so an den anderen Halos zu orientieren. Und dann, ja, das halt rausgekommen, was jetzt Halo 5 ist. Irgendwie so vom Grundkern hat es versucht, irgendwas anderes zu machen, wurde dann aber so komplett umgebürstet. Das ist jetzt alles Spekulation und so. Es ist unstimmig in sich selbst. Es ist Spekulation. Ja. Das kommt mir persönlich so vor und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es so ist. Bei der Kampagne ja, beim Multiplayer nein. Bei Multiplayer sicherlich nicht. Beim Multiplayer finde ich es meines Erachtens auch relativ gut ausgearbeitet. Und also entweder das, was sie aber... wo man vielleicht eher merkt, dass auch beim Multiplayer nicht so viel Zeit war, ist einfach der Umfang, den Halo 5 vom Multiplayer am Anfang hatte. Weil... Klar, ja, es hat schon einiges gebraucht. Ich meine, es waren viele Sachen von der Beta nicht mal drin. Wo ich mir da denken muss, ja. Echt, was waren nicht drin von der Beta? Zum Beispiel ein Carnage Report. Die Beta hatte vielleicht nicht den besten Carnage Report. Oder halt Spielstatistik, also After, wie nennt sich das auf Deutsch, Carnage Report? Ich weiß es nicht. Der Spielbericht. Spielbericht nennt das, ich glaube. Spielbericht, ich. Ja. Genau. Hatte jetzt nicht den besten Spielbericht, aber es hatte einen brauchbaren Spielbericht. Und als Halo 5 rauskam, das war nichts. Das war einfach kompletter Shit. Das war nicht zu gebrauchen. Und viele können sagen, 343 ist doof und bla und so. Aber die Sache ist nur einfach mal die, in der Spieleindustrie arbeiten keine Luschen. Das geht einfach nicht, weil der Druck so ultimativ hoch ist und die Voraussetzungen an Entwickler und Teams, was das Können angeht, vor allem bei AAA-Games, so krass ist, dass du sicherlich nicht mit unfähigen Leuten arbeitest. Es wird der Publisher dran schuld sein. Das war ja auch bei Battlefield 4 mit EA so, dass es zu früh rausgeprügelt wurde und das wird jetzt bei Halo 5 und Halo 4 nicht im Wesentlichen anders gewesen sein. Und ich glaube halt, bei Halo 5 hatte eigentlich eben viel Zeit nach Halo 4. Klar, es wird nicht von Anfang an nach Halo 4 ein komplettes Entwicklerteam da gewesen sein, aber schon halt so ein bisschen und sie hatten eigentlich schon genug Zeit. Aber ich glaube halt einfach, dass sie irgendwo in der Entwicklung von Halo 5 nochmal einen großen Bruch hatten, wo sie einiges verändert haben. Weil sonst kann ich mir einfach viele Dinge nicht erklären, was vor allem den Umfang angeht. Und klar, es ist eine neue Plattform, das kommt natürlich auch nochmal hinzu, aber ich meine, gerade halt Sachen, die dann auch von mit Microsoft eben als der Franchise gehören, die werden sicherlich schon relativ früh Zugriff auf die Xbox One gehabt haben. Und ist es ja nicht so, dass die Xbox One irgendwie ist wie die PS3, die so eine komplett komische Architektur hat, sondern die ist ja im Großen und Ganzen sehr nah wie ein PC. Also sehr nah an der PC-Architektur dran. Und ich meine, am PC gibt es ja auch genug Spieleentwickler und somit glaube ich nicht, dass es daran so krass gelegen ist. Und also klar wird dann immer gerne auf das Entwicklerstudio geschimpft, aber da arbeiten keine unfähigen Leute drin. Bei weitem nicht. Ist aber eine perfekte Überleitung zu der nächsten Frage, ob Bungie Halo stärker verändert hätte als 343. Aus dem ganz einfachen Grund, dass Bungie eben der Vater von Halo ist, der Erfinder der Marke Halo. Ob die sich noch mehr getraut hätten.